die Legalisierung von Cannabis, Gras, Marihuana. Ja, Gras, Haschisch oder was auch immer. Hier so eine Rakete, so ein Dübel halt, ja, so ein Tornado, weißt du, wie man es auch immer nennen möchte, wenn man sowas raucht. Die rauchen dann eher so eine richtig dicken Dübel Sativa, damit sie dann auch richtig geil abgehen können. Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen bei Ozok Mega S zum neuen Video. Ich begrüße euch mal wieder ganz herzlich bei mir auf dem Kanal zu einem weiteren Classic-Meinungsvideo, Classic-Meinungsvlog. Wie ihr schon am Titel erkannt habt, geht es heute um ja, die Legalisierung von Cannabis, Gras, Marihuana und ja, da möchte ich mit euch drüber reden. Zufälligerweise hatte ich letztes Jahr nach der Wahl in Berlin zum 29.11. bereits schon mal ein Video zu dem gleichen Thema bzw. zu dem ähnlichen Thema gemacht. Das hieß, wird Gras legal? Was die Ampel vorhat. Ja, also da ging es darum, dass ja nach der Wahl, nach der Bundestagswahl, nach der Berlinwahl gesagt wurde, die Ampelregierung hier, SPD, FDP und Grüne wollen Gras legalisieren. Da hatte ich schon ein Video zu gemacht gehabt letztes Jahr und das hatte ich schon mal angesprochen gehabt. Da habe ich auch viel zu den Grundthematiken, warum überhaupt Gras illegal geworden ist, erzählt. Auch die Vorgeschichte, wie sich das mit der Hanfpflanze erlebt hat, mit der Kautschuk- und Plastikindustrie aus Amerika, wie das verboten wurde und so. Das ist ein sehr informatives Video. Ich verlinke es euch auf jeden Fall jetzt hier oben nochmal am Bildschirmrand. Dann könnt ihr dieses Video stoppen und schaut euch das andere gerne schon mal zuerst an. Oder wenn ihr sagt, ihr wollt es nachschauen, am Ende in der Endcard ist es ebenfalls nochmal verlinkt. Dann natürlich, wenn ihr jetzt heute das erste Mal auf meinem Kanal seid, dann würde ich mich natürlich wahnsinnig freuen, wenn ihr mir ein Abo dalassen würdet. Das würde mich mega krass supporten und gerne noch einen Daumen nach oben dalassen, weil dann wird dieses Video noch besser ausgespielt und mehr Leute kriegen es halt zu sehen. Thema ist auch gerade sehr, sehr aktuell und ich werde jetzt das Ganze auch nochmal so ein bisschen ausführen, wie ich das Ganze so empfinde. Ich hatte es im letzten Video, wie gesagt, ja schon mal angekündigt gehabt. Ich persönlich bin Befürworter der Legalisierung von Gras. Weil es halt aufgrund der Forschungszwecke, die sich ja über die letzten 10, 15 Jahre, vor allen Dingen halt seit 2008 bis jetzt 2022 halt ergeben haben, der tatsächliche Nutzen von Hanf, egal ob das jetzt in der Kleidungsindustrie ist, also von der Hanfpflanze oder auch in der Medizinalindustrie, also sei das jetzt die Wirkung von CBD und THC auf den menschlichen Körper in verschiedenen Formen, vor allen Dingen bei der Form von menschlichen Krankheiten, die bei der Psyche ansetzen. Auch wieder hier Kernthema, hatte ich auch schon mal erwähnt, wiederhole ich nochmal, beispielsweise Menschen, die unter Epilepsie leiden. Oder die ganz stark unter diesem Tourette-Syndrom leiden. Die werden beispielsweise heutzutage ohne Probleme mit Cannabidiolen, also CBD oder auch THC-haltigen Medikamenten behandelt und können dadurch ein besseres oder einfacheres Leben führen, ohne sich mit ihren psychischen Erkrankungen stärker auseinanderzusetzen. Ich erkläre das auch für die Zuschauer, die das vielleicht auf dem Video gelandet sind per Zufall und sich gar nicht mit dem Thema so richtig auskennen. Also man muss das ja immer unterscheiden. Ich formuliere das jetzt mal ganz, ganz knapp. Man muss sagen, es gibt ja von Gras zwei Sorten. Es gibt einmal die weiblichen Pflanzen, die männlichen Pflanzen. Die weiblichen Pflanzen sind die, die sozusagen dann diesen Kiff- oder Berauschzustand auslösen, und zwar aber auch nur die Pollen. Also das heißt, man raucht ja nicht den Stängel oder die Blätter von der Pflanze, sondern man raucht die Blüten von der Pflanze. Und das, was als Pollen sozusagen runterfällt, also man kann sozusagen ja auch eine Pflanze in ein Schüttelsieb machen und das durchschütteln, und unten, wenn der Pollen sich durchs Schüttelsieb abgelegt hat, dann bleibt ja so der Pollen übrig. Und wenn der gepresst wird, das ist sogenanntes Hasch. Ja, also das ist sozusagen die reinste Form. Und man muss natürlich halt überlegen, wie setzt sich das Ganze zusammen. Es gibt ja einmal das Tetrahydrocannabinol, also das THC, und dann einmal das CBD, diese Cannabidiole. Das sind zwei verschiedene Wirkstoffe, die halt auf den menschlichen Körper entweder psychoaktiv oder halt krämpfelösend, Hunger, also appetitfördernd und sonst was halt wirken. Je nachdem, in welcher Dosierung man die zu sich führt und welche Art von
Gras oder Cannabis man halt auch konsumiert. Das hatte ich auch schon mal erklärt, wiederhole ich auch hier nochmal. Es gibt zwei Grundtypen von Gras bzw. Cannabis. Die einen sind eher Sativa angelegt oder Indica. Wodurch unterscheiden sich die beiden Wirkstoffe? Indica ist so in die Couch, in die Falle, ins Bett. Das ist so dieses Fitness, dieser Fitnesskonsum. Das heißt, wenn man was von Indica geraucht hat oder konsumiert hat, dann wird man eher so entspannt, müde, schläfrig und hat eigentlich keinen Bock mehr was zu machen, sondern setzt sich so in die Couch und chillt dann so, deswegen Indica. Und Sativa ist diese eher aktivierende, belebende, sag mir, was du vorhast, mäßige Wirkstoff, was auch als Partydroge sozusagen empfunden wird. Und deswegen nehmen halt auch Leute, die sich sozusagen in der Disco gehen und gut drauf sein wollen, richtig geil tanzen wollen, einen schönen Abend verbringen wollen, die rauchen dann eher so eine richtig dicken Dübel Sativa, damit sie dann auch richtig geil abgehen können. Ja, und so viel halt erstmal zum Grundthema vorweg. Und ja, heute haben wir, ich muss jetzt mal gucken, aufs Datum, den 26. Oktober. Und im Kabinett, also für die Leute, die sich mit Politik nicht auskennen, es gibt ja den Bundestag. Der Bundestag, der legt Anträge vor und dann müssen die Parteien darüber abstimmen. Meistens ist es so, wenn ein Antrag vorgebracht wird, stellt ja die regierenden Parteien die Mehrheit, also die Ampelkoalition, und dann wird über diesen Vorschlag abgestimmt. Diese Abstimmung erfolgt dann meistens mit der einfachen Mehrheit. Das heißt also, wenn über 50% dafür sind, dann wird das Gesetz verabschiedet und kommt ins Kabinett. Und aus dem Kabinett wird dann ein Kabinettsbeschluss gefasst. Und dieser Kabinettsbeschluss, der wurde heute Vormittag gefasst. Und dabei ist ein Eckpunktepapier für die Legalisierung von Cannabis halt ausgesprochen worden. Also, dass man halt nachvollziehen kann, okay, so und so und so sehen diese Eckpunkte für die Grundlegalisierung von Cannabis aus. Und ich habe mir natürlich nicht einen Spickzettel, aber ich habe mir mal so die Eckpunkte aufgeschrieben, die so das Wichtigste sind. Also was verändert sich theoretisch mit dem Gesetzentwurf zur Legalisierung von Cannabis? Und zwar als allererstes der Erwerb und Besitz von bis zu 30 Gramm Genusscannabis soll in Zukunft in Deutschland straffrei sein. Der private Eigenanbau in begrenztem Umfang soll ebenfalls erlaubt werden. Da muss ich erstmal sagen, das finde ich sehr, sehr gut. Das hatte ich nämlich auch schon in meinem letzten Video gesagt gehabt. Die Hauptproblematik, die wir ja in den Großstädten vor allen Dingen haben, also sei es Berlin, Hannover, München, Hamburg, Frankfurt, ist ja, dass die Leute, die halt kiffen, haben ja immer so eine, ich sag jetzt mal, so einen Grundbedarf und so eine Geringmenge, so eine Geringverfügbarkeit dabei. Also das heißt also, so und so viel Gramm darf man bei sich führen, ohne dass die Polizei einen dann halt direkt in den Knast steckt. Also und bei diesen ganzen Verfahren, die ja gegen die Kiffer geführt werden, ist es ja so, das sind ja so niedrige Grenzen angesetzt, dass man sich überlegen kann, das ist absolut hinfällig. Also macht gar keinen Sinn, da überhaupt jemanden zu verfolgen. Jetzt haben sie natürlich diesen Schwellenwert angehoben und haben gesagt, okay, bis zu 30 Gramm sollen dann also im Genussbereich zur Verfügung stehen, ohne dass man das als Handel sozusagen definieren kann. Das heißt also, 30 Gramm ist jetzt auch nicht so viel, wenn man das jetzt mal in der Tüte nimmt. Das ist ein halber Gefrierbeutel voll, so sage ich jetzt mal. Also ist jetzt nicht so viel. Ja, dann soll es natürlich so sein, dass der Verkauf von Cannabis, also wenn er dann legalisiert ist, nur in lizenzierten Fachgeschäften oder möglicherweise in Apotheken möglich sein soll. Das finde ich gut, weil ja auch beim Alkohol und auch bei Zigaretten gibt es Altersbegrenzungen für diese Genussmittel, weil natürlich das so ist, dass ja Kinder und Jugendliche vor dem Konsum geschützt werden sollen. Das macht auch Sinn, weil vor allen Dingen ja auch bei Alkohol und auch bei Cannabis ist es ja so, dass wenn Kinder oder Minderjährige unter 18 Jahren sowas konsumieren, das ja die Entwicklung des Gehirns nachhaltig schädigen kann. Das ist ja statistisch und auch über Studien nachgewiesen, dass der Konsum von Alkohol vor allen Dingen im Alter zwischen 13 bis 18 Jahren starke Schäden an der Entwicklung der Persönlichkeit und im Gehirn auslösen kann. Und das Gleiche gilt natürlich dann halt auch für THC-haltige Produkte wie Cannabis oder
ja, Gras, Haschisch oder was auch immer. Hier so eine Rakete, so ein Dübel halt, ja, so ein Tornado, weißt du, wie man es auch immer nennen möchte, wenn man sowas raucht. Ja, dass das natürlich halt klar ist, dass das halt Schädigungen verursachen kann, vor allen Dingen bei der Entwicklung. Und deswegen ist es halt sinnvoll, dass da eine kontrollierte Abgabe gibt. Natürlich werden jetzt wieder Leute sagen, ja, aber jeder Jugendliche hat doch diesen einen Kumpel, der ist dann 18 und der geht dann einfach in die Apotheke. Ja, das kann man nicht verhindern. Das ist ja bei Alkohol genauso. Da macht sich aber auch in dem Moment der Kumpel, also der Jugendliche, der gerade 18 geworden ist oder vielleicht 19 ist, strafbar, wenn er seinen 16-jährigen Kumpels oder Freundinnen sowas anbietet. Das heißt natürlich, da sind die Eltern oder die Leute in der Verantwortung, die halt sich mit diesen Menschen auseinandersetzen und nicht der Staat. Und das finde ich halt gut. Dann ist es natürlich halt so, dass THC in den Produkten deutlich gestiegen ist. Also man hat jetzt nachgewiesen, dass über die letzten Jahre die Verfolgung von Cannabis-Delikten keinen Sinn ergeben hat. Die Leute, die sozusagen in der Beschaffungskriminalität, also die sogenannten Dealer im Park, die bestimmter Ethnie oder Bevölkerungsgruppe zugehörig sind, dort illegal verkaufen, wenn die erwischt werden und dann sozusagen denen wird es abgenommen, denen wird ihr Geld abgenommen oder sonst was und dann kommen die in Untersuchungshaft, sind am nächsten Tag wieder draußen und machen dann weiter. Diese Leute zu verfolgen, verursacht so viel Mehrkosten bei den geringen Mengen, die sie sozusagen dann da abfischen oder einsperren oder einknasten wollen, dass der Verwaltungsaufwand diese Gesamtkosten für die Feststellung der Personen und weil die ja nicht ins Gefängnis müssen, weil, wie gesagt, ja, es gibt ja jetzt schon kleinere Mengen, die man bei sich führen kann, das sind diese Kleinheits-, diese Rohheitsdelikte, die halt einfach nur Verwaltungsarbeit kosten. Und wenn man sich überlegt, ich den ein und denselben Dealer im Görlitzer Park, also das ist ja das Paradebeispiel von Berlin, Görlitzer Park, da stehen halt dann die Leute, die Dealer, die einem jetzt aktuell noch illegal das Ganze verkaufen, die werden weggefangen für einen Tag und am nächsten Tag sind sie halt wieder da. Und das bringt halt dann nichts, weil der Mehraufwand einfach zu schlecht ist. Dazu kommt natürlich halt auch noch, dass, wenn jetzt die Legalisierung kommt, dieser gesamte Schwarzmarkt, den es ja jetzt gibt, der bricht ja dann weg. Der bricht ja dann komplett weg und nimmt ja damit ja auch den Drogenbossen oder den Drogenbaronen, die auch in diesem Geschäft momentan noch ihre Millionen machen. Da gibt es ja größere Familienclans, auch in Berlin, wo man weiß, dass die halt für den Hauptverkauf und für den illegalen Verkauf von Cannabisprodukten verantwortlich sind, ja, dann entzieht man denen ja sozusagen den Boden mit der Legalisierung, weil ja in dem Moment die halt keinen Gewinn mehr abgreifen können, wenn man es illegal in einer Apotheke kaufen kann beispielsweise oder halt im zertifizierten Cana-Shop. Dann gibt es natürlich auch noch die Information darüber, dass es halt auch von außen erkennbar jetzt für andere Leute möglich sein soll, sogenannte Cannabis-Kneipen oder Cannabis Partys, so eine Diskos aufzumachen, dass man weiß, okay, wenn man sich in so ein Klientelgebiet begibt, dass man weiß, was einen erwartet. Damit nicht immer, es gibt ja dann immer so diese, manche Leute sind auf Party in irgendwelchen Clubs, in ganz normalen Diskotheken und dann kommst du in die Toilette rein und dann riecht das da nach Kiff, weil du weißt, da hat wieder irgendeiner noch schnell einen Johnny geraucht, weil er das ja eigentlich nicht darf, illegal, und dann machen sie das auf der Toilette und ja, dann hast du so einen Beikonsum, obwohl du halt in der Disco eigentlich nur tanzen willst und gute Laune haben willst. So, ja, und das ist natürlich halt auch scheiße. Und durch diese Legalisierung ist es aber dann halt so, dass natürlich diese Gegenden und auch diese Shops, die es dann gibt, diesen illegalen Leuten auf jeden Fall das Geld wegnehmen. Und wenn man sich das Ganze jetzt überlegt, dass vielleicht auch der Anbau und auch die Kontrolle dann viel, viel besser ist. Ich hatte es in meinem alten Video bereits erwähnt, werde es auch jetzt nochmal ganz kurz machen. Es gab ja in der Zeit zwischen, glaube ich, 2012 und 2016 in Dresden und Sachsen so einen ganz schlimmen Skandal, wo halt viele Leute krank geworden sind, weil sie mit bleigestrecktes Marihuana geraucht haben. Und das ist natürlich halt ganz, ganz doll schädlich, weil natürlich der Konsum von Marihuana nicht das Schlimme war, sondern da wurde halt Bleiflüssigkeit draufgespritzt, damit das Ganze beschwert wird, um natürlich den Gewinn zu maximieren an der illegalen Droge zu dem Zeitpunkt. Und da muss man sich natürlich halt überlegen, hey, muss das sein oder muss das nicht sein? Und
wenn das Ganze aber kontrolliert angebaut wird, also ich sage, ich habe jetzt meinen Cannabisbauern, der hier in Berlin oder in Brandenburg sein Feld hat, der baut das dann staatlich an im Auftrag der Apotheke XY oder im Auftrag des Gesundheitsinstituts XY und dann wird es kontrolliert abgegeben, dann kann ich mir vorstellen, dass bei dem Ertrag von diesen legalisierten Pflanzen es ja so ist, dass das Ganze ja auch billiger wird für den Konsumenten. Und selbst wenn das nur 2, 3, 4, 5 Euro billiger wird, ja, und dann sagen wir nehmen da drauf noch eine saftige Steuer, dass wir sagen, hey, die Leute, die konsumieren, die sollen das auch konsumieren, wenn sie möchten, aber kontrolliert und müssen aber dafür dann eine gute Steuer drauf bezahlen, dann hat auch die Allgemeinheit was davon, weil dann die Steuereinnahmen natürlich durch diesen Bereich deutlich nach oben schießen werden. Hatte ich auch schon das Beispiel angegeben, Florida und Kalifornien in Amerika haben ja mit dieser Legalisierungssteuer von Cannabis zu den Zeit, also die haben ja schon sehr früh damit angefangen, glaube 2014 oder sowas, haben die ja Milliarden eingenommen. Die haben ja Steuerflut gehabt, die gigantisch gewesen ist. Und deswegen macht es ja auch Sinn, das Ganze zu legalisieren und natürlich halt auch kontrolliert anzubauen oder auch kontrolliert abzugeben. Dazu muss man auch wieder sagen, das steht auch in D-Statista, kann man online-mäßig nachgucken. Der THC-Gehalt von normalem Gras hat sich in den Jahren von 2008 bis 2022 verdreifacht. Wenn man früher sozusagen 2080 ein bisschen Gras gekauft hat, hatte das immer so einen THC-Gehalt zwischen 6% und 7%. Und mittlerweile sind die Sorten aber so stark angestiegen, dass man einen THC-Gehalt von bis zu 20% erreichen kann in den Pflanzen. Und dann hat man natürlich eine Verdreifachung dieses THC-Anteils. Die Fragestellung ist natürlich, wie wirkt das auf den einzelnen Körper von einzelnen Konsumenten? Weil jeder Mensch ist ja anders. Es gibt ja bestimmte Menschen, die vielleicht schon bei einem Grenzwert von 7% oder 8%, wenn sie was geraucht haben, total high sind, sage ich jetzt mal, und dann halt ihren Rausch haben. Und dann gibt es halt Leute, die müssen halt erst 2 Dinger rauchen, weil sie eine höhere Resistenz haben. Und dann ist natürlich ein größerer Wert von THC natürlich bei denen mehr gefordert, damit sie überhaupt noch ihre Fitness bekommen, so auf gut Deutsch gesagt. Man muss das Ganze natürlich halt immer in dem Zusammenhang des Gesamten sehen und muss natürlich halt sich dann immer überlegen, wer profitiert davon und wer profitiert nicht davon. Es gibt natürlich auch die ganz Konservativen hier von der CDU und von sonst was, von welchen Parteien, die dann sagen, oh nein, wir werden ein Land voller Kiffer und so und bli und bla und blub. Und oh, da ist die Ente, hallo. Quack, quack. Sehr cool, hier sind die Enten unterwegs, die waren eben noch im Wasser, jetzt sind die rausgelaufen. Ja, und auf jeden Fall ist es halt dann so, man hat es ja gesehen, weder mit der Legalisierung in Kalifornien und Amerika, noch mit der Teillegalisierung in Niederlande sind die ganzen Länder zusammengebrochen und deren Wirtschaft auf den Keller gesunken, weil jetzt alles nur noch Kiffer sind. Das macht ja gar keinen Sinn, sondern natürlich ist diese Legalisierung von Vorteil, weil jetzt die Menschen, die sich vorher nicht getraut haben, aber gerne das Ganze mal ausprobieren wollten, jetzt die Möglichkeit haben, okay, ich kann mir das ja mal wirklich aus der Apotheke holen und dann gucke ich mal, wie das ist, ob mir das gefällt oder nicht, und dann können die ihre Erfahrungen machen, ohne direkt stigmatisiert zu werden und als bösartige Drogenopfer dargestellt zu werden. Dann ist auch noch so, dass die Anzahl der konsumierenden Personen in Deutschland ja über die letzten Jahre, ich habe es jetzt nochmal nachgeguckt, also wir hatten ja in dem letzten Video hatte ich gesagt, ca. 7-9% der Bevölkerung konsumieren in Deutschland. Jetzt gibt es eine neue Statistik, wir haben jetzt ein Jahr später, 2022, es sind sogar 10-12% der Erwachsenen in Deutschland, außer der Altersgruppe 65+, die ist ausgerechnet. Das heißt also, die Statistik ist auch nicht vollständig. Aber wenn man sagt, okay, wir haben 84 Millionen Menschen oder 88 Millionen Menschen in Deutschland, dann konsumieren regelmäßig in Deutschland 8,8 Millionen Menschen. Und das ist schon eine ganz schöne Menge. Und die halt alle als Drogenjunkies zu bagatellisieren und vorzuverurteilen, finde ich halt unangenehm. Das sollte man einfach nicht machen. Wobei natürlich jetzt, wenn man das wieder in Verhältnis mit anderen Drogen setzt, wie beispielsweise Alkohol oder Zigaretten, da ist es sogar das noch viel, viel schlimmer. Es gibt ja viel mehr Leute, die rauchen, und es gibt auch noch mal viel, viel mehr Leute, die saufen. Also von daher sehe ich das alles ganz, 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 ganz unkritisch.
Ja, Fazit zu dem Ganzen ist, muss ich natürlich sagen, ich finde den Eckpunkteplan, den Sie jetzt vorgestellt haben, erstmal ganz gut. Das Ganze scheitert oder kann natürlich daran noch scheitern, dass es ja über EU-Recht ausgerollt werden muss. Das heißt, es wird jetzt in Deutschland, wenn das im Bundestag und durch das Kabinett jetzt vollständig entschieden wurde und dann beschlossen wurde, wird ja dann so ein Gesetz zur Legalisierung von Cannabis verabschiedet und dann wird ein Gesetzestext dazu auch entschieden. Dieser muss aber dann auch durchs EU-Parlament und durch die Europäische Union nochmal ja, bestätigt werden, so halbmäßig. Das heißt, selbst wenn jetzt in Deutschland der Grundpart gelegt ist und der Grundstein gelegt ist für diese Legalisierung, kann es sein, dass das EU-Recht oder die Europäische Union, also in der Form von den Politikern, die in Brüssel sitzen, da noch irgendwas dagegen sagen. Und da muss das nochmal umgeschrieben werden. Aber grundthematisch sieht es jetzt erstmal danach aus, dass wir, wenn das Gesetz sozusagen jetzt beschlossen ist, ich würde sagen, jetzt nicht in den Genuss kommen, aber in die Freiheit kommen, selbst zu entscheiden, ob man dann sowas konsumieren möchte oder nicht. In meinem letzten Video hatte ich dazu gesagt, wie gesagt, auch schon mal erwähnt, ich habe das selber schon mal ausprobiert. Also in jungen Jahren, da war ich 18, 19, also vor 10, 15 Jahren, da habe ich halt auch schon mal was geraucht. Ich habe auch schon mal einen Bon geraucht und so. Und ich habe halt festgestellt, das ist nichts für mich. Und ich bin ja auch ansonsten straighter Nichtraucher. Haben ja auch viele gesehen, dass ich halt keine Zigaretten rauche. Ich trinke zwar gern mal abends ein Bierchen, aber mehr dann halt auch nicht. Und ich glaube, das ist auch, jeder soll da seinen eigenen Genuss finden und seinen Genussweg finden, wie er sich selbst sein Leben schön macht. Und ich finde es gut, dass jetzt durch diesen Eckpunkteplan die Legalisierung wieder, ich sag jetzt mal, einen großen Schritt nach vorne gemacht haben. Vorher, letztes Jahr, hatten wir diese kleinen Tapser und jetzt haben wir so einen großen Schritt nach vorne gemacht. Und da hinten ist das Ziel, da müssen wir ankommen. Da müssen wir dann halt sehen, dass das dann halt auch alles rechtskräftig aktiviert wird. Ja. Also soviel natürlich meine Meinung zu dieser Legalisierung. Falls ihr auch was dazu zu sagen habt, könnt ihr das gerne natürlich jetzt in die Kommentare schreiben. Ich würde mich da sehr drüber freuen. Wenn ihr bis jetzt geschaut habt, dann könnt ihr gerne noch so ein Hanfblatt-Emoji, den gibt es glaube ich auch bei WhatsApp oder sowas, den könnt ihr gerne jetzt in die Kommentare reinschreiben. Falls ihr nichts zu erzählen habt, dann postet einfach mal diesen Hanfblatt-Emoji da rein. Würde ich mich auch wirklich wahnsinnig drüber freuen. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, dann verpasst ihr keine weiteren Meinungsvideos wie dieses hier, keine Vlogs, keine Challenges und auch keine Food-Reviews bei mir. Daumen nach oben würde mich auch freuen, weil das den Algorithmus nochmal pusht, wisst ihr ja alles. Und auf dem letzten Video hatten wir 79 Kommentare. Da würde ich mich wirklich freuen, wenn wir das dieses Mal knacken würden. Also mindestens 100 Kommentare auf diesem Video. Hier, das würde mich hier sehr, sehr glücklich machen. Ja, ansonsten werde ich mich wieder auf den Heimweg machen. Für mich ist das Thema sozusagen jetzt erstmal durch, bis dann die Entscheidung da ist. Und ihr könnt natürlich halt auch für euch entscheiden, ob ihr das Ganze machen wollt oder nicht. Ansonsten sehen wir uns dann einfach hoffentlich beim nächsten Video wieder. Stay real. Bis dann, euer Ozok. Ciao.